Mir geht die Berichterstattung über den Balkan eigentlich auf die Nerven. Warum? Weil es eigentlich immer wieder dieselben Richtungen sind, was sie alles nicht erreicht haben, wie schrecklich und ähnliches mehr. Viel zu wenig wird auch auf die unterschiedliche Farbigkeit dieses Teils von Europa eingegangen. Das, was ich mit diesen Geschichten wollte, ist, diese bunten Flecken hereinzubringen. Dinge, die vielleicht unlogisch sind, die man kritisieren kann, die aber einen gewissen Charme haben. Der Balkan hat auch einen Charme und das wollte ich zum Ausdruck bringen.